Meine Damen und meine Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tower of Fantasy. Es geht weiter mit den Ruinen. D01 auf schwer. Wir gehen rein. Wir wollen alle 6 Chests haben. Wir ignorieren die Monster, ne? Habe ich auch vorher schon gesagt. Die können wir quasi ignorieren. Die brauchen wir nicht unbedingt. Wenn ihr die unbedingt klatschen wollt, nehmt euch keinen Zwang an. Aber uns interessiert ja auf jeden Fall erstmal die Truhen. So, eine wissen wir, es ist hier auf jeden Fall. Ich hoffe, es geht. Ja, es funktioniert. So ein bisschen kennen wir ja auch aus den Vorgängern, ne? Mal hier so ein bisschen alle da, wo die vier Stück waren. Können wir jetzt ebenfalls holen. Mal gerade gucken, ob wir da irgendwie so drauf kommen. Ja. Hier müssen wir auf jeden Fall gleiten. Das sollte eigentlich schon funktionieren. Jo. Hier haben wir Nummer 2. Da hinten ist Nummer 3. Dann ist hier Nummer 4. Da hinten ist Nummer 5. So, 4. Fehlt noch eine, ne? Auf jeden Fall fehlt es Feuer. Wir brauchen Feuer. So, hier haben wir schon mal 4 von 6. Jetzt müssen wir gerade mal hier alles frei machen. Und hier klettert eine. Super. Das dürften alle gewesen sein. Jawohl, 6 von 6 Truhen. Ihr könnt gerne abschalten, weil das war quasi das, was ich euch zeigen wollte. Jetzt müssen wir noch den Boss hier besiegen. Aber freut mich, dass wir die so schnell gefunden haben. Da braucht man auch nirgendwo nachgucken oder so. Die sind relativ ersichtlich gewesen tatsächlich. Hochkommen. Longt das. So, der da hinten ist auch zu. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Es muss doch weitergehen. Hat der mich in den Laser gefunden? Er hat mich einfach in den Laser oder auf den Laser geschubst. Und dann bin ich gebackt. Und dann bin ich gestorben. Das ist ein Drecksack. Bin die aber komplett durch. Okay, wir brauchen wieder Nemesis. Nemesis wechseln. Wenigstens ein bisschen heilen. A little bit.
Komm, nerv nicht, Wolverine. Jetzt zerfleischen die mich, während hier eine Cutscene ist. Bin ich tot? Passt. So, dann gucken wir mal, ob wir ihn jetzt überzeugen können, mal bitte zu sterben. Oh Gott. Okay, das wird eine spannende Sache. Ja, den müssen wir halt auch erstmal besiegen, ne? Das ist halt auch so ein Ding. Die Hiebe von ihm sind aber auch abartig. Ja, noch läuft's, Leute. Noch bin ich hier gerade gut dabei. Er hat ein cooles Angriffsmuster, finde ich. Läuft bei ihm. So. Aufjieten, was geht? Okay, jetzt kommt mir nicht hinten auf den Rücken, aber das glaube ich okay. Ich glaube, ich mache auch anders ein bisschen mehr Schaden, wenn ich nicht auf den Rücken springe. Komm, Habaka. Leh dich nieder. Au. Oh. Sogar noch einen danach. Das ist definitiv böse. Ja, dem seine Kombi hier darf auf gar keinen Fall sitzen, ne? Gar keinen Fall. Weil wenn die sitzt, wenn da alle Schläge durchgehen, dann haben wir ein Riesenthema. Nachgiebig werden. Hey.
Ding, Leute. Knappes Ding. Aber selbstverständlich bei unserem professionellen Auftreten haben wir damit überhaupt gar kein Problem. So, Leute. D01 geklärt. Alle 6 Truhen. Sehr, sehr cool. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein und ciao.